Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu... Mein Controller ist aus. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Zelda Ocarina of Time, zu einer weiteren Session im Livestream. Mein Controller macht Macken, das hat gerade alles noch funktioniert, ich schwöre. So, wir haben uns das letzte Mal hier den Fisch rausgeangelt. An dieser Stelle sollte nochmal erwähnt werden, ich gucke jetzt mal eben gerade kurz nochmal nach, was das gute Stück denn gewogen hat, was ich mir gefangen habe. 15 Pfund, es gibt hier die Möglichkeit, ein Monster von Fisch rauszuholen. Ich glaube, das Ding wiegte 32 Pfund. Das Problem ist aber, das dauert sehr, sehr lange, bis ihr diesen Fisch zu packen bekommt. Wenn ich jetzt rausgehen würde und wieder rein, dann würde in jeweiligen Schritten immer ein großer Fisch spawnen. So, das müsst ihr dann so lange machen. Die Fische müsst ihr dann fangen. Und ich glaube, der 28er Pfunder ist der letzte, den ihr bekommen müsst, bevor der 32er Pfunder spawnt. Jetzt ist mein Controller schon wieder ausgegangen. So, das Problem... Ja, lauf im Kreis, Lavi, ist okay. Das Problem beim 32er Pfundler ist, erstmal ist das... Jetzt rasten die Fische hier wieder vollkommen aus. Jetzt hat Navi sie komplett bekloppt. Was ist denn jetzt los? Beruhigt euch, Kinder. Mann, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab noch nicht mal die Angel drin, Alter. Das Ding dabei ist, ja, das Teil ist selten, also der 32er spawnt nicht sofort. Und, wenn ihr den zwei, dreimal von der Route lasst, verschwindet der auch. Das heißt, ihr könnt wieder raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein in der Hoffnung, dass der kommt. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, Wishes, machen wir das denn hier? Ist ja schließlich ein 100% LP. Nee, machen wir nicht, weil es bringt euch nichts. Ihr bekommt nichts dafür. Das ist einfach nur Just und Dollerei. Ich würde es einfach als kleines Easter Egg bezeichnen. Aber wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wenn der 15-Pfundler hier schon so viel Platz einnimmt, wie groß denn dann das Aquarium aussehen würde. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, wenn ich richtig tiefe Langeweile habe, aus Spaß es mal offscreen und würde es irgendwann im LP nochmal nachschneiden. Aber das ohne Gewehr. So. Ohne Gewehr. Piu! Verstehst du? Ja, die deutsche Sprache ist lustig. Nein! Ich will das gar nicht. Hör auf. Wir wollen jetzt nochmal gucken, ob wir hier unserem Hobby... Nein, geh weg, Fisch! Ich will dich nicht. Ob wir hier unserem Hobbyangler nochmal eben die Mütze klauen. Denn mein Gast, der heute zu Gast ist, was Sinn macht, hat mal einen kleinen Screenshot rausgesucht, wo man die Position einigermaßen abschätzen kann. Denn da hatten wir ja letztes Mal ein bisschen Probleme. Müsste ich so richtig stehen? Nee, du musst noch ein Stückchen weiter. Pass auf, dreh dich im Endeffekt einmal um, lauf an die Ecke vom See und von da aus läufst du dann quasi gerade auf die Kante vom Tisch zu und dann bleibst du in etwa auf der Höhe des Schildes stehen. So, du siehst da ja die Ecke genau... Ein bisschen schräger. Also, es ist wirklich nicht so einfach, wie ich es in Erinnerung hatte. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Das muss doch hier machbar sein. So, und dann sagen wir einmal hier dem Sunbro hallo. Krieg's nicht gebacken. Ja, während ich hier gerade weiter versuche, meine Chatschlampe heute für den Livestream... Yeah. Ist der gute Risal, müsst ihr nicht kennen, braucht er nicht kennen. Der ist da, weil er gerade da war. So, und... Alter, das ist... meinst du die... Bin ich bei der richtigen Ecke gewesen? Oder war das eher die Ecke? Ja, du warst bei der richtigen... Du warst genau an der richtigen Stelle. Nur von der Position her, vom Blickwinkel hat es nicht ganz so gepasst. Also, ich hatte das nicht so problematisch in Erinnerung. Ich weiß, dass ich das als Kind ziemlich schnell immer hinbekommen hatte. Aber wie es scheint, muss man dafür wirklich glitschen. Also, der Verdacht erhärtet sich gerade, dass das vielleicht ein Glitch war, der bei der Entwicklung entstanden ist. Woraus sie dann ein kleines Easter Egg gebaut haben. Ja, könnte wirklich soweit ein Zufall gewesen sein. So, der Domse fragt, ob wir schon mal einen Controller zerstört haben. Controller nicht, aber ich weiß, ich habe früher beim Counter-Strike-Spielen ganz, ganz oft... Also ich habe insgesamt 10 Tastaturen zerschlagen. Der Big T
Köderplatzierung ist immer das Wichtigste, Digga. Ja, der Hibby ist starker Angler, auf jeden Fall. Eigentlich hätte ich ihn für die Vielleicht mache ich noch einen Bonus-Angelpart für die Angler unter euch mit dem Hibby, wo wir nochmal probieren, eine 32er Pfunder an den Kragen zu gehen. So, ich war am Überlegen, was wir heute machen. Wir könnten zwar noch einiges an Nebenkram machen, aber ich habe mir gedacht, passend zu dem aktuellen Wetter in Good Old Germany, gehen wir zu dem wärmsten Ort in ganz Hyrule, Richtung Wüste. Wie sieht's bei dir aus, Rizal? Hast du Bock? Eigentlich habe ich keinen Bock auf die Wüste, aber hey. Ja, aber leider haben wir die Eishöhle wieder, leider ist sie schon durch, die Eishöhle. Ja, also von daher. Ich glaube, die wäre für heute deutlich besser gewesen. Um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen. Die Sera hat damals ihr ganzes Erspartes für einen MP3-Player ausgegeben und nach 2 Monaten ist das Ding kaputt gegangen. Oh, mein MP3-Player lebt jetzt mittlerweile schon seit über 10 Jahren. Der ist komplett auseinandergefallen. Die Klappe hinten vom Batteriegehäuse, die fehlt schon, glaube ich, seit gut 7 Jahren. Die habe ich irgendwann beim Feiern verloren. Das Ding hat an allen Ecken, eigentlich, wenn du das Teil anmachen willst, brichst du dir halb die Finger, weil du das Teil so tief reindrücken musst. Aber das Teil läuft immer noch wie geschmiert. Also das muss man jetzt an der Stelle einfach mal so sagen. Man könnte meinen, das Ding wäre für die Ewigkeit gebaut. Wir werden jetzt übrigens ein Gebiet betreten, das ihr so noch gar nicht gesehen habt, zumindest noch nicht in diesem LP. Das Gebiet habe ich bis jetzt auch grundlegend gemieden. Ich bin aber gerade am Überlegen, da wir dieses Gebiet jetzt sowieso bald betreten, wisst ihr was, wir machen noch nicht den Dungeon, beziehungsweise wir gehen noch nicht ins neue Gebiet, denn, weißt du was wir nämlich stattdessen machen können in diesem Part? Nein, nicht wieder Salias Lied. Nein, schon wieder Salias Lied. Wir machen die Tauschquest. Die können wir schon fertig machen. Ah, stimmt. Die könntest du auch noch fertig machen. Die Tauschquest. Dank dem guten Sunny, gegrüßt sei an dieser Stelle. Für die Englischsprachigen unter euch, könnt ihr da mal rüber gucken. Der hat Ocarina of Time vor kurzem auch Let's Played, beziehungsweise live Let's Played. Ich war auch in einem Part zu Gast mehrere Stunden. Ist mit Sicherheit sehr unterhaltsam mit meinem Schulenglisch. Naja, um dich kümmern wir uns später. Auf dich habe ich jetzt ja mal gerade gar keinen Bock. Sag mal, Epona, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Sag jetzt sie nicht, steht du hast oben dich am Zaun. Hallo, Epona, hallo. Aber, meine Güte, du unfähiges Tier, ey. Der Kaichi hat es geschafft, seinen PS4-Controller zu schrotten bei Uncharted 3, weil er schlechte Laune gehabt hat, weil er so schwer gespielt hat und permanent gestorben ist. Hat dann direkt auf den Boden geknallt und er ist direkt gleich wieder zu ihm zurückgesprungen. Also da musst du aber ordentlich zugeworfen haben, Kaichi, denn ich hab's noch nicht. Mein Controller fällt hier permanent vom Schreibtisch. Meine Freundin beschwert sich schon drüber und der hat noch nicht mal einen Wackler oder klappert nichts drin. Ich weiß nicht, wie du es hingekriegt hast. Freunde, wir reiten über die Prärie, die Sonne geht langsam unter. Das sind magische Ocarina of Time Momente, ist das nicht schön? Vor allem, weil bei uns so langsam auch die Sonne AD sagt. Finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Nee, aber wie gesagt, schaut mal beim Sunbro vorbei. The Sunbro mit T-E-H, nicht mit The, wie man so schreibt. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinwatchen. Und durch den, der hat mir dann mal ein bisschen auf die Sprünge geholfen wegen der Tauschquest. Denn ich bin ganz ehrlich, ich hatte die nicht mehr zu 100% auf dem Schirm. Also ich wusste nicht mehr, wo der Anfang genau war. Ja, das wird übrigens auch gleich eine Frage beantworten, die wir uns damals bei der Non-Farm gestellt haben. Und zwar, wo sich der gute Marlon aufhält. Den werden wir nämlich auch gleich mal besuchen. Denn der tut das, was er am Guten kann, was er am besten kann. Pen. Wollte ich jetzt nur an dieser Stelle mal erwähnt haben. So, weiter Chat hier. Alter. Der Hibi meint, dass die Niki mal eine Vase mit dem Controller zerstört hat. Würde das auch zählen? Eine Vase nicht mit ganz dem Controller? Okay, das ist nicht schlecht. Also ich merke gerade, ihr seid sehr kreativ, was Zerstörung anbelangt. Ich bin sehr. Jetzt wollte ich gerade Kreis drücken, um von Epona runterzusteigen, weil ich wieder voll in Witcher 3 bin. Das gibt es alles nicht. So, Plötze, bleib da schön stehen. Die alte Geralt-Steuerung und die gute Plötze. Der gute Plötze, weiß man nicht. Aber oh, die Cutscene wollte ich noch gar nicht triggern. Aber okay, gut, dann triggern wir die jetzt mal. Das war scheiße, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, stimmt ja, wir haben ja. Ja, die Cutscene triggert, sobald ihr mit dem Wassertempel durch seid. Denn die letzten beiden Tempel, die uns noch bevorstehen, die könnt ihr aussuchen, in welcher Reihenfolge ihr die macht.
Wir werden aber diesen Tempel als letztes machen, weil ich es einfach so gewohnt bin. Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, aber wegen der Cutscene, ja. Dann, hallo, Sheik. Wie geht's? Alles Sheik? Zurück, die Sera hat noch nie einen Controller kaputt gemacht. Warte, Controller. Meiner ist gerade kaputt. So. Bam! Also die Szene, die ist für N64, ist die verdammt geil, auf jeden Fall. Die ist sehr geil inszeniert, vor allem gleich der Effekt des Schattens, der gleich rauskommt. Jetzt kriegt Sheik erstmal auf die Fresse. Sheik in Aktion. Das ist so cartoonlastig, wie er sie wegschmeißt. Wow! Oh nein! Aslav, dieser Effekt, der ist so geil. Ich glaube aber, der sieht auf dem Emulator ein klein wenig anders aus als auf der Konsole. War denn nicht auf der Konsole so ein bisschen staubig? So ein bisschen rieselig, der Effekt? Ja, aber dadurch, dass ja der Emulator automatisch die Qualität so ein bisschen hochdreht von den Spielen, ist der nicht ganz so staubig und rieselig, sondern ist eher glatt. Ja. Man muss auch sagen, die Emulator-Version von Ocarina of Time, das ist mir basiert auf der GameCube-Fassung, die man für Master Quest gemacht hat. Das ist mir nochmal aufgefallen, als ich damals mit einer Ex auf dem GameCube OOT nochmal durchgespielt habe. Die Emulator-Version basiert auf der Master Quest Engine. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Ich wurde nicht 10 Meter weit weggeschmissen. Slavi, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, sodass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Ich will nicht ins Reich der Schatten. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Slavi, Impa ist... Die Hühner im Hintergrund machen alles kaputt. Slavi, Impa ist eine der 6 Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt, als Maulhuhn. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit. Diese Scheißung macht alles kaputt, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens. Musik. Mach's gut, Dark Gaia. Kikikikikiriki. Auch ein sehr schönes Lied, muss ich sagen. Wunderbar. So, jetzt einmal ganz kurz hier. Big T, Goliath-Zackenbarsch oder was? 32 Pfund. Ich weiß nicht, gibt's. Okay, gut. Du wirst wahrscheinlich einen riesigen Zackenbarsch meinen. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Slavi. Ja. Weißt du, die Armbauarbeiter, die haben 7 Jahre lang an dem einen Haus da hinten geschuftet, wo jetzt der Schießbudenbesitzer drin sitzt und jetzt brennt wieder hier alles ab. Das ist überhaupt nicht geil. Kakariko ist einfach verflucht. Aber die Bewohner verlieren ihre gute Laune nicht. Das ist doch schon mal was. So. Dann brauche ich Licht. Der Sunbro meinte, es ist eine 1-3 Chance und es ist Zufall, wo er spawnt. Je nachdem, wo er spawnt, hat er unterschiedliches Gewicht, der Fisch, und sogar bis zu 35 Pfund. Man soll einem Angler ja auch nicht seine Mütze klauen. So, zuallererst, Freunde, zur Tauschquest besuchen wir hier die gute alte Dame. Die kennen wir ja noch auch, kennen wir ja noch auch aus unserer Kindheit. Entschuldigung, dass ich momentan so holprig rede. Erzähle ich gleich was zu. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki. Und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Dann ist es kein Huhn. Warte. Controller. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch. Ah, ist ein Pokémon-Monster, alles klar. Um faule Langschläfer aufzuwecken, schon mal was davon gehört? Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern. Ganz besonders, wenn es seine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht.
Doch, du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner, ja. Die Chickens, die rasten aus. Die Chicks rasten aus, wenn sie mich sehen. Ich bin King Slavi. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft? Dann bring es irgendwann zu mir zurück. Und ich schaue, wie es sich fühlt. Ja, gib her. Man merkt, hier hat sich nichts verändert. Die Gute lässt immer noch anderen ihre Arbeit machen und sich dafür bezahlen. Wenn sie... Ja, warte mal, wir gehen mal eben kurz zum Friedhof. Kein Bock jetzt. Obwohl, nee, eigentlich müssten wir direkt hier vorne starten. So. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, welche Schlafmütze wohl in ganz Hyrule zu geben sein sollte, mit der wir jetzt, die wir jetzt, ne, wecken sollten mit Kiki. Kann ja nur eine sein, ne? Die Schatten wären der Sera auch lieber. Und nein, Wishes hat noch nicht das Auge der Wahrheit. Für den Hylia-Barsch bekommst du 50 Rubine und der packt den nicht in den Tank, weil er zu groß wäre, Wishes. Da, der Sandro hat deine Frage beantwortet. So, gut schon mal zu wissen. Dann nehme ich alles zurück, dann machen wir die Scheiße doch nicht. Weil das wäre es mir wert gewesen, dieses in diesem kleinen Tank diesen halben Hai drin zu haben. So, apropos Hai. Hier, Digga, aufstehen. Hammerhai. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Nein, du nicht, Alter. 7 Jahre gepennt. Sag mal, wie hast du es eigentlich geschafft, überhaupt deine Farm nochmal ansatzweise überhaupt noch da stehen zu haben, wo sie vorher stand? Wie hat er überhaupt hingekriegt, ein Kind großzuziehen? Du hast den Marlon gerettet, danke. Dann kann ich ja wieder auf die Farm zurück. Ja. Ja, ich habe wieder deinen Job getan. Genau. Und du hast sie gemacht, meine Arbeit. Ja, wunderbar. Kann ich ja wieder auf die Farm zurückgehen und weiterschlafen. Es ist wirklich so, Marlon ist ein Penner. Der, ja. Sobald irgendwas zu tun ist, ist der woanders. Sobald Slavi es für ihn regelt, dann ist er auf der Farm. Aber sobald wieder Arbeit ansteht, wie gesagt, also, wir hätten das Jugendamt damals doch kontaktieren sollen. Das war nicht so geil. Epona hat Marlon großgezogen. Jetzt komme ich wieder hier durcheinander. Hier, guck mal da, Huhn. Hey, Bunny, ja. Hier hast du Chick. Oh, Kiki sieht sehr gesund und fröhlich aus. Es muss eine arge Schlafmütze geweckt haben. Das hast du gut gemacht. Ich werde dir ein sehr seltenes Hühnchen mitgeben, wenn du willst. Tausch Huhn gegen Huhn. Ich nenne es Henny. Es hat einmal meinem Bruder gehört. Die blauen Federn sehen sehr schön aus, nicht wahr? Es ist so süß. Seit mein Bruder verschwunden ist, gackert Henny gar nicht mehr. Möchtest du Henny behalten? Ja, komm, gib her hier. Ah, ja. Da würde ich mal sagen, da erleben wir jetzt gerade unser blaues Wunder. Kräht ein wenig seltener als die anderen Hühnchen hier. Also, ich frage mich auch, sie hat doch gerade gesagt, Kiki ist das einzige Huhn, wo sie keinen Ausschlag bekommt. Ist doch jetzt gerade mal... Sie die anderen ist, ja, ist doch jetzt mal gerade hart gelogen, oder? Oder liegt der Fehler ja. Jetzt bei mir? Eiskalt. Also ich sag ja, die Leute hier im Kokiri-Tal oder allgemein in Hyrule, gerade wenn du... Kein Wunder, dass Gandorf es geschafft hat, hier alles zugrunde zu richten, Alter. Hyrule ist nach Gandorfs Übernahme... Das ist eine Messi-Wohnung. Slavi ist Tine Wittler und Hyrule ist mitten im Leben, Alter. Nicht mitten im Leben, Einsatz in 4 Wände. Slavi Wittler. Und, die Niki hat den Controller geworfen, weil sie eine schlechte Verliererin ist. Und ja, in der Richtung, wo sie hingeworfen hat, stand halt Hibi seine Vase. Wir könnten jetzt natürlich dahin teleportieren. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal eben zu Fuß. Auch wenn teleportieren schneller wäre. Aber so kriegt der Riese mal Möglichkeiten, sich noch ein bisschen um die Leute im Chat zu kümmern. Aber bevor du dich weiter um die Leute im Chat kümmerst, lieber Riese, muss ich die gleiche Frage stellen, die ich jedem Gast in diesem LP bis jetzt gestellt habe. Was bedeutet ja. Ocarina of Time für dich? Was bedeutet Ocarina of Time für mich? Ocarina of Time bedeutet für mich eine der schönsten Kindheitserinnerungen. Also das war auch das erste Spiel, wo ich mich als Kind gefreut habe, wo ich als Kind geweint hatte, wo ich als Kind Angst hatte im Schattentempel. Also allgemein überhaupt Zelda bedeutet mir sehr viel und Ocarina of Time noch mehr, weil es halt der erste Teil war, den ich je gespielt habe. Und die schöne 3D-Grafik hat mich damals so fasziniert. Ich habe so viele Stunden in das Spiel gesteckt. War einfach nur schön. Und ich weiß nicht, wie oft ich einfach neu angefangen habe, um
hier Mario, Name, ja, Namensgedächtnis, hochschreien zu sehen, wenn ich den, genau, Marlon. Ich bin da auch gerade wieder durcheinander gekommen, ich hab's gemerkt. In der Burg das erste Mal mit dem Hühnchenbecken. Ich fand das so eine tolle Szene als Kind. So, Freunde, wir müssen jetzt mal eben kurz zu dem Punkt zurück, wo wir das Horror-Kit getroffen haben. Denn ihr könnt euch an Glücksbacke hier erinnern. Die saß ja als kleines Kind vor dem Kokiri-Dorf, Kakariko-Dorf, nicht Kokiri. Und der freut sich über Henny. Henny? Was? Ich dachte, du ein netter Mensch wie ich kann dich schämen. Das bedeutet, du musst in Ordnung sein. Ja, ganz bestimmt. Ich vertraue dir. Tust du mir einen Gefallen? Nein, warum? Bring dich in Schubladen der Hexe Asa in Kakariko. Doch lass dir nicht zu viel Zeit, denn sonst löst es dich auf. Gib her. Oh, Pilz! Dö. Beziehungsweise, ich kann den Sound jetzt gerade von Mario nicht nachmachen, wie er größer wird. Weißt du, was ein geiles Easter Egg gewesen wäre? Weißt du, was ein richtig geiles Easter Egg gewesen wäre? Wenn du diesen Pilz Talon zeigst und Talon da irgendwie drauf reagiert als Marlon-Anspielung. Das wäre ein geiler. als Mario-Anspielung, ja. Nicht Marlon-Anspielung, weil mich Sugar heute in der Birne. Das wäre ein geiles Easter Egg. Hast du mal probiert? Nein, wollen wir es mal machen? Lass uns mal probieren, ja. Was er zu dem Pilz sagt, dann müsste ja. Ich kann ja ein Safe State auf dem Weg dahin machen. Aber ja. Ihr könnt es gerne mal probieren, wenn du willst. Machen wir doch mal dieses wagemütige Experiment. So Leute, bevor ich es vergesse, ich erwähne es nochmal. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen mit Schugge drauf. Und sollte die Aussprache ein klein wenig ein bisschen behindert heute sein, liegt einfach daran, ich hatte heute einen Zahnarzttermin und die Zahnarzthelferin war nicht die, sie hat mich nicht mit Watte angefasst. Und dementsprechend ist mein Mund noch in Erholphase, damit, ne, ein bisschen noch unter Drogen sozusagen. Verzeiht das an dieser Stelle. So, weiter im Kontext. Ja, so. Erstmal ein Hi an Michael raus. Hi Michael. Ja gut, der Sandro sagte, du musst sowieso in den Brunnen, weil sonst kommst du nicht in die Wüste, weil du brauchst ja das Auge der Wahrheit. Und er hat Hunger. Ja. Und Hibi macht gerade Essen. Stimmt, du brauchst das für den Geist. Wobei man fairerweise sagen muss, du kannst auch ohne Geist den Weg finden. Du musst einfach dich nur... Ich weiß es gerade, du musst dich einfach nur an den Fahnen orientieren. Da hinten steht er. Da steht er, der Sack. So, jetzt bleiben wir mal stehen. So, zack, gucken wir mal, was unser Herr hier zu den Pilzen sagt. Was sagst du dazu? Gar nichts. Ich glaube, ich stand nicht nah genug dran. Gar nichts. Das ist ein bisschen schade, Alter. Das wäre ein cooles Easter Egg gewesen, wenn er auf die Pilze reagiert hätte. Super, ja, dann kürze ich das mal ab und lade wieder. So, zur Hexe Asa müssen wir, ne? Bei der waren wir sogar schon zu Besuch. Das müsste die alte gewesen sein, die bei der ich mir so Sorgen gemacht habe. Die sollte auf jeden Fall mal zum Zahnarzt gehen, ich glaube. Das war die mit dem mit der Herpesfresse. Und... hey Alu, und du sollst aufpassen, dass es nicht Nacht wird, Wishes. Ja, bei der Hexe ist das noch egal. Wenn wir jetzt Nacht haben, passt das ja. Ich weiß, der Sunny hatte Probleme, dementsprechend ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube bei der Mixtur. Ich weiß es gerade nicht. Ich muss jetzt aber gerade erstmal schauen, denn ich weiß nicht mehr, welches Haus das war, wo Madame drin hockte. War das nicht sogar die Hütte hier? Das ist das hinter dem, wo du über den Zaun hüpfen musst. Ich meine, das war die Hütte hier. Da ist sie doch. Warst du das nicht? Ja, wunderbar. Hier. Nee, das war sie nicht. Ich dachte, sie wäre das hier gewesen. Da, die hier mit der Herpesfresse. Der Bärtige ist wieder zur Farm zurück. Er sah richtig glücklich aus. Ist sie das nicht? Nee, sie ist das nicht. Scheiße. Wer ist denn das? Asa? Ich sag doch, Hinterhaus-Wishes. Die Alte mit den Kesseln.